Hallihallo und weiter geht's mit Dragons. Hier sehen wir den Rumpelhorn, den hatte ich im Titantraining in Valkas Zuflucht. Aber erstmal würde ich sagen, checken wir einfach mal unsere Akademie. So, da ist nur noch ein Drache drin, das ist schon mal cool. Dann können wir auf jeden Fall wieder ein paar pimpen. Erstmal würde ich sagen, pimpen wir hier ein paar auf. Hier haben wir zum einen unseren Holzklau. Den können wir jetzt aber erstmal wieder auf Berg platzieren, wenn wir hier Platz finden. Jo, finden wir. So, dann haben wir das erstmal erledigt. Dann checken wir hier gleich mal weiter unseren Fünkchen. Den pimpe ich natürlich auch gleich weiter. 11 Stunden, 15 Minuten könnten wir den jetzt zum Training schicken. Wäre eigentlich auch ja nicht so eine blöde Idee. Das mache ich einfach erstmal. Schick den nochmal los und dann checken wir natürlich weiter, ob wir hier noch einen Drachen drin haben. Aber sieht erstmal nicht so aus. Doch, haben wir doch. Hier haben wir ihn. So, sehr schön. Dann haben wir unseren rauchverschwindenden Qualm. Ist ja ein Kampfdrache. Den haben wir jetzt auch hier pimpt. Den schicke ich jetzt auch gleich los für 3 Stunden 30 Minuten und pimpt den auf Level 28. Mein Fünkchen pimpe ich jetzt auf 46, 11 Stunden 15 Minuten insgesamt, also jetzt nur 11 Stunden 14 Minuten. Bin ich gespannt, wie der dann so ist, wenn er komplett auf 75 ist. Ihr könnt ja mal einen Kommentar schreiben, auf welchem Level euer Fünkchen ist, wenn er den auf jeden Fall am Start hat. So, dann was wollte ich noch machen? Ich wollte heute ein bisschen meinen Berg umbauen. Da fange ich auch einfach mal an. Hier seht ihr ja, ist sowieso schon ganz schön viel weg. Von daher mache ich jetzt einfach gleich mal weiter. Hier oben haben wir Platz. Jo, haben wir. Dann werde ich da oben nämlich erstmal hier irgendwie was anderes noch platzieren. Also die Teile hier, die Pflegestation, die können hier oben hin. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich hau die erstmal hier hin. Ah, der passt da natürlich nicht hin. Der kommt hier hin. Und dann könnten wir so ein Haus da oben einfach mal platzieren. Jo, das passt. Sehr schön. So, was machen wir dann? Wir nehmen den Drachen hier. Nee, dann lassen wir das. Mach ich erstmal weg. Dann machen wir den erstmal weg. Können wir erstmal hier hin klatschen. Und dann können wir jetzt nämlich anfangen, unseren Teil der Insel hier richtig zu pimpen, beziehungsweise unsere Drachen neu zu platzieren. Da kommt das Gebäude hier auch mal weg. Das packe ich auch erstmal hierhin provisorisch. Jetzt würde ich sagen, checken wir erstmal, welche Drachen wir da alle hinholen. Sollen ja doch schon ein paar coole Drachen sein. Von daher würde ich sagen, hauen wir unseren Funkenhüstle hier erstmal mit hin. So, dann kommt der dahin. Und dann können wir hier auf jeden Fall noch eine Reihe platzieren. Also der Krallenkrabbler darf natürlich auch nicht fehlen. Auch ein extrem cooler Drache, von daher will ich den hier auf jeden Fall auch hinklatschen. Ah, der passt sehr schön. Dann müssen wir erstmal das Gebäude hier wegnehmen. Nehmen wir erstmal das hier weg, dass wir ein bisschen Platz haben. Hauen das hier erstmal hin. Dann kommt unser Schockrach. Nö, dann nehmen wir den hier gleich. Aber da ist natürlich auch bitter, weil wir haben zu viel Holz am Start. Und von daher, ich will nichts verschenken. Deswegen würde ich sagen, pimpen wir jetzt erstmal irgendeinen Drache, der zum Titandrache gepimpt werden kann. Also einer auf Level 51. So, dann suchen wir uns hier ihn raus. Welche haben wir? Wen haben wir? Wen haben wir? Wen haben wir? Hier haben wir unseren Krallenkrabbler. Dann hätten wir Nuss. Level 51. Dann haben wir den humpelnden Grunzer. Den Wechselflügler haben wir auch noch am Start. Und hier haben wir noch Fackelschwester. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Fackelschwester. Oder wollen wir einfach mal ohne Zahns Erzfeind nehmen? Jo, den nehme ich. Und platziere den erstmal hier auf Berg. Schick den auch gleich zum Titantraining. So, dann kann er nämlich losflattern für 4,5 Mille. So, dann können wir hier nämlich das Material einsammeln. Unseren Regenschneider gleich nochmal losschicken. Und den dann auch gleich hier unten platzieren. Haben wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Platzieren wir den erstmal da. Oh, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht, das tut mir leid. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Jetzt müssen wir erstmal das Gebäude hier noch wegmachen. Das hauen wir hier erstmal hin. Und dann können wir den Drachen nämlich hier unten platzieren.
So, dann können wir erstmal unseren Krallenkrabbler losschicken. Der Teil gar nicht mehr so richtig an den ihr dacht. Naja, aber jetzt ist er wieder on Tour, von daher alles halb so wild. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier noch einen Drache platzieren können. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, welchen wir da nehmen wollen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier... Ah, der passt nicht mehr. Das ist natürlich richtig bitter gemacht. Was machen wir denn? Dann passen so auch nur 5 Ruf. Aber ist egal, trotzdem haben wir das mal ein bisschen umgebaut. So, dann können wir aber gucken, ob die Gebäude vielleicht daran passen irgendwo. Das würde hier hinpassen. Dann platzieren wir das erstmal hier. Wollen wir so? Ja, so lassen wir es. So, und dann können wir nämlich das Gebäude vielleicht gleich daneben platzieren. Wäre auf jeden Fall cool, wenn das passen würde. Naja, habe ich mir schon gedacht, wie wir wieder mal ein bisschen Pech haben. Also seht ihr ja selbst, passt das nicht. Schade eigentlich, aber halb so wild nicht zu ändern. So, dann nehmen wir auf jeden Fall das Gebäude hier und klatschen das da daneben. Sehr schön. So, dann können wir nämlich das hier nehmen und das da oben einfach mal platzieren. Gucken, ob es hier passt. Ey, passt auch nicht. Ist das bitter, ey. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Wie sieht's mit dem aus? Passt das hier noch hin? Ich glaube schon. Jo, sehr schön. Dann können wir nämlich das hier platzieren. Eventuell müssen wir mal gucken. Da oben platzieren wir das da und das platzieren wir gleich mal daneben, das Gebäude. So, dann sieht es doch eigentlich toppi aus. Achso, was ich euch noch fragen wollte, habt ihr eigentlich noch Wald auf eurem Berg oder nicht? Ich habe mir auf jeden Fall noch ein bisschen was aufgehoben. Hier haben wir den Wald. Könnte ich natürlich auch entfernen. Material habe ich genug. Aber ich will ein bisschen Grün haben. Von daher lasse ich es so. Gut, wie können wir jetzt noch was umbauen? Keine Peilung. Mann, ey, das verschiebt sich immer. Ist ja echt bitter. So, dann können wir den da hinhauen. Und dann passt hier auf jeden Fall auch noch was hin. Können wir hier noch einen Drache platzieren. Da würde ich sagen, nehmen wir ihm Check und hauen den hier erstmal hin. Haben wir hier auch jetzt 5 Drachen auf Berg, beziehungsweise auf dem Teil von Berg. Hier haben wir auch 5 drauf. So haben wir auf jeden Fall wieder einen besseren Überblick, finde ich. Von daher lasse ich das so. Ah, jetzt checken wir erstmal unsere Titandrachen. Als erstes unseren tödlichen Nadder. Yeah. Das ging ja wieder ratzi-fatzi mit dem tödlichen Nadder. Den haben wir auf jeden Fall als Titandrache am Start. Den schmeiße ich trotzdem erstmal in unseren Hangar. Und dann checken wir gleich mal die anderen. Hier haben wir Fackels Bruder am Start. Checken erstmal ab, ob wir den zum Titan machen. Nee, bittere Kiste wieder mal. Hat leider nicht geklappt, aber ist auch nicht zu ändern. Wir nehmen unseren Fisch mit und sagen, okay, okay. So, dann gehen wir zu unserem Rumpelhorn. Gucken, ob wir den zum Titan machen. Ja. Oh, knappe Kiste. Naja. Wie sollte doch anders sein? Naja, ist halt so. Gut, dann sind wir auch erstmal wieder durch. Aber ich würde sagen, wir platzieren unseren Holzklauner hier oben. Hier war er immer und von daher soll er da auch wieder hinkommen. Der kann auch gleich mal ein bisschen Holz holen. Dafür ist er ja da. Und dann würde ich sagen, haben wir unser Berg relativ cool umgebaut. Hier könnten wir natürlich auch noch ein Gebäude hinklatschen, wenn wir wollen. So, aber das mache ich vielleicht dann im nächsten Let's Play. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.